Hi und herzlich willkommen bei Kunstklick. Mein Name ist Jakob und heute trainiere ich mal meine ruhige Hand. Falls ihr dachtet, das wäre schwierig, dann guckt euch mal das hier an. Dieses Blatt aus dem Kunstpalast heißt Pyramide aus 6 Männern. Wobei ich eher finde, das sieht aus wie ein windschiefes Baugerüst oder wie mein Kartenhaus. Der hier hat sicher schon Rückenschmerzen. Das sieht auch nicht sonderlich bequem aus. Und der hier stürzt gleich ab. Also als Akrobaten für den Zirkus hätte ich die, glaube ich, nicht eingestellt. Der Künstler Juste de Juste hat die Figuren meisterhaft festgehalten. Dabei war er eigentlich Bildhauer und hat Skulpturen gemacht. Aber diese Chaostruppe in Stein festzuhalten, das wäre unmöglich gewesen. Da wäre an allen Ecken was abgebrochen und das hätte niemals gehalten. Aber auf Papier kein Problem. Das hier ist übrigens keine Zeichnung, sondern eine Radierung. Eine spannende künstlerische Technik. Ich erkläre euch mal etwas vereinfacht, wie die funktioniert. Das Motiv wird in eine Platte geritzt, dann kommt Farbe drauf, wieder abwischen, die Farbe bleibt in den Ritzungen zurück, dann ordentlich Druck, schon ist das Strichmännchen auf dem Blatt. Ich sag's ehrlich, diese Menschenpyramide fasziniert mich irgendwie. Ich habe mir daher selber mal ein paar Konstruktionen ausgedacht. Wollen wir doch mal gucken, ob die sich umsetzen lassen und wie weit man mit dem Gleichgewicht gehen kann. Ah. Comic, Banane, Scheren, Pinsel, CD. Ah. Das geht. Perfekt. Okay, ich geb's zu, ich hab geschummelt. Das mit dem Gleichgewicht ist offensichtlich doch alles nicht so leicht. Vielleicht übe ich erstmal weiter hier mit meinen Karten. Tschüss. Und oh Mann.